Ja, aber der Regen geht mir voll auf den Sack. Das ist mein Problem. Ich will keinen Regen. Ich habe ein bisschen... Zwei, drei Viecher auf meiner Bank habe ich hochtrainiert. Ich habe jetzt Radfratz trainiert. Und noch irgendwas hatte ich entwickeln lassen. Aber sonst habe ich nichts mehr gemacht. Mir war nicht danach. Eben, Hamburg lebt ja vom Regen. Wenn es in Hamburg nicht regnet, dann stimmt was nicht. Da zieht man ja nur hin, wegen dem Regen. Und Bremen auch. Bremen, Hamburg, alles da oben. Bremerhaven mit V. Scheiße, mir gehen langsam die Pokébälle aus. Pokébälle! Habe ich Kleinstein schon? Ja, gell? Ein Stein habe ich das genannt. Level 17. Ja, aber sonst habe ich heute tatsächlich nichts gemacht. Ich habe gearbeitet und dann war ich draußen dreimal oder viermal heute schon, weil ich keine langen Runden gehe bei so einem Wetter, sondern dafür mehrere kleinere Runden. Sag mal, kann der keine Attacke oder was? Pflegenmon! Nö. Windiger Stoß! Sandwirbel! Haha, der trifft nicht! Opfer, 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 Töre! Ah doch, jetzt trifft er mich schon. Warum macht denn der keinen Schaden? Scheiße, das war dumm. Dönerschock! Lalalala, ist sehr effektiv. Aber macht nichts. Auf Mafia... Mafia habe ich durchgespielt. Mafia 2 ist fertig. Zelda habe ich auch mal wieder Bock, aber ich fange mit den alten Zeldern an. Mafia... Ja, aber ich fange jetzt nicht Mafia 3 an, weil ich jetzt dann erstmal ein paar Tage in Urlaub fahre. Und jetzt lieber noch Content macht, den ich jetzt noch in YouTube hochladen kann für die Tage, wo ich weg bin, weißt du? Darum geht's mir ein bisschen. Dass dann nicht, dass ich dann weg bin und in der und plötzlich. Oh, der ist ja tot. Nicht, dass ich dann weg bin. Und ich kein Content mehr habe, der auf YouTube hochgeht. Deswegen mache ich gerade die blaue Edition jetzt mal weiter. Später mache ich vielleicht noch was anderes. Ich weiß noch nicht, wie lange ich überhaupt live bin. Das ist noch alles ein bisschen offen. Ja, manchmal... Oh, den habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, den muss ich fangen. Yeah! Voltoball habe ich noch gefangen, genau. Den habe ich nämlich vergessen gehabt. Pipi habe ich auch gefangen und Nidoran männlich habe ich ja auch schon gefangen. Also ab jetzt habe ich alles gefangen, was man bisher fangen kann. So sollte es zumindest sein. Glaube ich. Also ich habe nachgeschaut... Ich habe alles eigentlich soweit. Außerdem habe ich noch ein paar versteckte Gegenstände geholt, die ich vergessen hatte. Die habe ich noch gesammelt, war jetzt nichts Berauschendes dabei, außer einen Mondstein, den ich aber brauche für die späteren Entwicklungen. Außerdem, Moment, muss mal schnell gucken, ich glaube, das war's dann. Weil jetzt kommt dann nämlich Lavandia. Hö, war da nicht gerade noch ein Trainer? Also wird schon langsam. Ich bin gut dabei, der beste Trainer aller Zeiten zu werden. Hä, du hast doch noch gar keinen... Habe ich dich nach irgendwas benannt? Nein. Dich gibt's ja offiziell noch gar nicht. Oder?
la 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 la. Hier ist halt einfach gar nichts. Beides. Er meint beides. Vergiftet. Das ist aber gar nicht schneckenhaft. Erledigt. Egal, komm. Der kriegt schon noch ein bisschen Damage hin. Kein Problem. Dragoso. Nicht trotz Gift einfach alles zerstöre. Unglaublich, was untenrum bei mir abgeht. So weit, so gut, hat er gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich im Randomizer... Nein, jetzt kriege ich keine Erfahrungspunkte! Mit der Trompetenkopf, Alter! Keine Wirkung, wieso nicht? Stirb! Mach hallo! Radstädter Tauern heißt das Gebiet. Das ist ein Gebirge. Wo genau ich da dann sein werde, weiß ich noch nicht, weil ich muss erstmal gucken, welche Touren ich gehen werde. Und dann muss ich schauen, dass ich irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit finde, die so einigermaßen zentral zwischen diesen 3-4 Touren liegt. Ich werde wahrscheinlich auch nur bis Donnerstag oder Freitag bleiben, weil dann soll das Wetter wieder schlechter werden. Also ich werde wahrscheinlich am Sonntag irgendwann losfahren und dann vielleicht Mittwoch oder Donnerstag wieder heim. Das kommt drauf an, wie das Wetter wird. Und vielleicht dann die Woche drauf nochmal 3-4 Tage weg. Na klar, denkst du denn? Ist ja nicht nur wandern, sondern auch da, wo vor Ort sein, und da kann man ja auch noch Dinge tun am Abend zum Beispiel. Das ist in Österreich. In der Nähe von Salzburg. Zwischen Salzburg und Wien irgendwo da so in der Gegend. Also es klingt jetzt nicht weit weg, aber von mir aus gesehen, wo ich wohne ja eher Richtung Schweizer Grenze, sind es halt doch 3,5-4 Stunden Fahrzeit, und das ist dann schon fast wie ein Urlaub für mich. Ja, nicht ausgehen im Sinne von feiern oder so, sondern halt essen gehen und so oder sich Sachen anschauen. Muss man selber immer informieren, was es da vor Ort denn noch so gibt. Aber hauptsächlich natürlich wegen den Bergtouren, ist ja klar. Also ich plane schon 3-4 Touren. Wäre gut. Mal gucken, wie es dann wird am Ende. Da ich halt alleine bin, was soll ich groß machen? Mache ich halt meine Bergtouren, dann bin ich glücklich. Wäre jetzt noch jemand dabei oder so? Ja, alleine mit Bubi, dann könnte man natürlich drüber nachdenken, 1-2 Abende auch mal was ganz anderes oder Städtetrips oder so zu machen. Ich meine, wenn Salzburg schon nebendran ist. Aber alleine mit dem Hund nach Salzburg reinfahren, finde ich extrem langweilig irgendwie. Ich habe Freunde, bloß halt nicht da, wo ich wohne. Ich bin auch noch nie mit einem Freund in Urlaub gefahren, tatsächlich. Habe ich noch nie gemacht, sowas. Nur immer mit einer Partnerin, wenn dann. Hallo? Noch in München vermutlich, oder? Deswegen bist du online, weil du da Internet hast. Wie du dich von dieser kleinen Zicke so abhängig machst. Unglaublich. Scheiß doch drauf. Soll die doch einfach vorm Tablet da drin vergammeln. Wobei es eigentlich egal, weil das Wetter ist wurscht. Wir können eh keine Touren gehen. Das wird ein langweiliges Wochenende. Ist ja kein gutes Wetter.
Für die, die es nicht wissen, das ist übrigens meine Teilzeitnachbarin. Der Alex geht aber keine Berge hoch. Was will ich denn mit dem dann? Darf ich mir seinen Russenhut anschauen den ganzen Tag? Also bis Mittag oder so bin ich schon unterwegs. Bei Regen Spaß haben, was ist nur los mit dir? Was redest du nur für Quatsch? Welcher Mensch hat denn bei Regen Spaß? Manchmal glaube ich, dass du, Probleme hast. Ja, du besteigst nur männliche Berge. Die von Beatty kannst du besteigen. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich finde den Ausgang nicht. Taubsi, ja. Hol ich mal ihn rein, so. Oder redest du jetzt von Möpsen? Redest du von Möpsen? Ich habe schon lange keine Möpse mehr bestiegen. Wo ist denn hier der Ausgang? Habe ich einen Schutz? Fluchtseil, Äther, Schutz. Aber ich weiß auch, das habe ich gelernt, man muss das stärkste Pokémon oben hin tun, weil alles, was unter dem Level ist, taucht dann nicht auf. So habe ich das gelernt. So kann man zum Beispiel in der zweiten Generation etwas einfacher die legendären Viecher fangen. Hast du in Budapest keine Uschis klar gemacht? Ich habe mal gehört, da drüben in Ungarn, da wenn man ein bisschen mit Geldscheinen wedelt und sagt, man kommt aus Germania, dann reißen die sich darum, in dein Auto zu springen. Oder hast du eher so den Russen-Oligarchen raushängen lassen? Das war dumm, das war das falsche Pokémon. Hallo Chili. Aber wenn du als Russe nach Ungarn gehst, bist du ja auch sehr beliebt, gell? Ich meine, der Orban, der steht ja voll auf Putin-Schergen. Gut, und selbst? Du verstehst die Sprache nicht. Egge Schegedre? Scheiße, ich hab den Rest vergessen. Boah, war ich das schon lange nicht mehr. Ich hab's wirklich vergessen. Ich konnte mal ein paar Wörter. Kösenem, genau. Kösenem heißt Danke. Ich habe sogar die einfachen Sachen wie Hallo und Tschüss vergessen. Peinlich, Alter. Aber ich war da auch wirklich schon ewig nicht mehr. Also Ege Schegedre ist quasi wie bei uns Prost zu deinem persönlichen Wohl, heißt es. Kösenem war Danke. Sivasche? Sivasche heißt, glaube ich, bitte. Das habe ich mir mal gemerkt mit Sivaschön. Sivasche heißt, glaube ich, bitte. Ja, na, hört's auch schon langsam auf. Das ist Ungarisch. Also. So Balaton-Ungarisch. Touristen-Ungarisch. Weil wir Touristen nur 3-4 Wörter können. Wir erwarten ja, dass die Deutsch sprechen. Da, wo wir hinfahren in Urlaub. Und dass es immer schönes Jägerschnitzel gibt. Das ist so typischer deutscher Urlaub. Fahren wir irgendwo nach Marokko und erwarten dann ein Schnitzel Wiener Art. Speziell für uns zubereitet. Ja, also viele sprechen, also Balaton, die Gegend, sprechen sie alle eigentlich Deutsch, die Wirte. Das war jetzt kaum ein Problem. Tatsächlich sprechen da viele besser Deutsch als, die, wie nenne ich sie jetzt höflich, die Migranten, die bei uns angeblich migriert sind. Was mich immer sehr verwundert. Aber die verdienen ja auch ihr Geld mit uns, also von dem her ist es ja notwendig, Deutsch zu können.
Also willst du mich verarschen? Kaum gehst du arbeiten, haust du dauernd ins Ausland ab, oder was? Ey, du bist eine Spritzgurke, das geht gar nicht. Aber die Frage, Malle feiern oder das schöne Malle? Das ist die Frage. Es gibt ja das schöne Malle, das ist glaube ich der nördliche Teil, oder? Und dann gibt es das asoziale Malle, der Ballermann und so. Im Süden, glaube ich, oder? Ist es Osten, Westen? Ich weiß es nicht. Wer war schon mal auf Malle? Ich war noch nie auf Malle. Ibiza war ich auch nicht. Sowas würde ich auch nicht als Ziel auswählen. Das ist so gar nicht meins. Wobei auf Malle gibt's wunderschöne, naja, nicht Bergtouren, aber wunderschöne Wanderrouten. Ich war da auch noch nie. Tatsächlich würde mich das auch reizen, aber da muss man ja fliegen. Und fliegen ist halt mit dem Bubi. Ein Schuss in den Ofen! Palma ist südlich. Palma de Mallorca. Palma ist dieses, wo sie alle feiern, oder? Warst du da schon, oder wie? Du klingst so als... Der Nordosten ist schön. Ja, dann war ich ja gar nicht so weit falsch. Du klingst so, als würdest du... ...wissen, wovon du redest. Aber nur zum... Ich würde zum Beispiel nie nur zum Feiern irgendwo hinfahren. Gibt ja auch viele, die nach Bukarest und so... Keine Ahnung, Bulgarien, Slowenien, wo sie nur zum Feiern hinfahren. Wo ich mir dann denke, warum fährt man da zum Feiern hin? Ja, du kannst ja einfach laufen lassen, weißt du, statt offline gehen. Kannst ja einen Ton ausmachen. Musst ja nicht gleich offline gehen. Einfach laufen lassen. Wann ist denn hier, ist das der Ausgang? Gott sei Dank. Ach, der schläft ja noch, der Spast. Na klar, schlaf einfach 18. Na... 18 Runden schlafen. Kann man mal machen, wa? Ah, nein! Ah, der fliegt doch! Ein Buch, Chili, ein Buch. Es gibt Menschen, die lesen Bücher. Ist natürlich clever, mit dem Bootsführerschein über Schiffsunglücke lesen. Das ist richtig motivierend, da mal wieder so einen Segeltrip zu machen. Clever. Dong, 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 dong. Naja, also... Ja gut, das stimmt schon, weil ich zum Beispiel habe auch viel über die Unglücke am Mount Everest und so schon mich informiert mal. Ich habe auch den Film Everest. Kennt den überhaupt jemand? In 3D sogar. Der ist voll gut, der Film. Ich habe auch letztens die Doku gesehen über, die allererste Matterhorn-Besteigung, wo dieses unfassbare Unglück passiert ist, wo 3 oder 4 Leute abgestürzt sind und man bis heute noch nicht weiß, wer eigentlich schuld war dran. Ich liebe sowas. Ja, dass du nur Brokeback Mountain kennst. Würde mich auch nicht wundern, wenn du in dem Film mitgespielt hast als Zeltstange. Oder der Anbläser warst. Du hast den, ich hab den auch noch nie gesehen. Also jetzt nicht, weil es da um Schwule geht, sondern einfach, weil auch, was ich mitbekommen habe, in dem Film einfach gar nichts passiert. Das ist so ein Film, wo sie einfach rund um die Uhr quatschen. Oder hat das Ding eine Handlung so richtig? Glaube nicht. Das ist jetzt das, was ich weiß. Wer der Film, also dass die da schwul sind, das ist mir ja so Wumpe. Aber der Film selber ist halt eher so eine, ja wirklich eine Romanze, glaube ich. Das ist halt dann, das reizt mich nicht. Da ist keine Action drin, also ein bisschen Drama, glaube ich, ja. Aber das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, das ist so Twilight-mäßig, weißt du, viel Blabla für nix. Bloß, dass die halt nicht glänzen, wenn die Sonne scheint.
Du schaust keine Romanzen, obwohl du genau in dem Alter bist. Ich habe gerade gelesen, dass sie Dragosso-Masken verkaufen. Das heißt, die töten Dragosso, um ihn die Holzmaske. Oh nein, der Kabelclub. Ah ja, aha, kann ich eh nicht. Oh Gott, jetzt hast du... Oh Gott, nee, die hat schon recht. Kack drauf. Warum rede ich überhaupt mit den allen? Ich habe die Hoffnung, dass mir einer von denen irgendein Item... Voll gruselig. Die Hand auf deiner Schulter, was denn das? Ach, hör auf mit deinem Romanzen-Manga. Bla, bla. Da ist sie ja so unfassbar stolz drauf. Schaut sich da so ein Hardcore-Hentai an, weißt du? Und labert was von, Romanzen-Manga. Am Arsch Romanzen-Manga. Endlich kann ich Beleber kaufen. Das hab ich, da habe ich so lange drauf gewartet, weil im Randomizer durfte ich das ja nicht. Na, dein Heftchen da angucken. Wir wissen alle, was du machst mit den Heftchen. Ich habe früher auch immer so CDs gebrannt bekommen von Kumpels. Da waren ganz komische Tentakel-Fuck-Sachen drauf. Das war nicht mehr normal. La Blue Girl! Oh, jetzt hält's mir wie Schuppen von den Augen. Oh Gott! Es gibt eine Hentai, also für die, die nicht wissen, was ein Hentai ist, das ist quasi ein Anime, also japanischer Zeichentrick, Hardcore-Porno. Und da hat mir mal ein Kumpel eine CD geschenkt mit so verschiedenen Sachen drauf. Und da war ein Film drauf, der hieß La Blue Girl. Davon gibt es mehrere Teile, habe ich im Nachgang dann auch gelernt. Und das ist so richtig klassischer Tentakelfuck, weißt du? Da ist eine, das ist so eine Heldin, die kämpft und so. Und während sie kämpft, wird sie dann von so Tentakelmonstern erwischt. Und die schieben dann ihre 18 Tentakeln in alle Löcher rein, die Menschen nur haben können. Das war meine Jugend, ja, ja. Und die konnten dann auch so Attacken, weißt du? Also so richtig kämpfen. Die eine zum Beispiel, da sind dann ihre Schamhaare wurden dann zu so Stacheln und die konnte sie dann schießen. Und lauter so interessantes Zeug. Also, das war, lief gut bei mir, ja. Ach, warte, wo war denn der Fuji nochmal? Hallo Dali, gut und selbst. Ich habe gerade über meine etwas merkwürdigen Erfahrungen berichtet. Ich hab's gerade erzählt. Ich kann's nicht nochmal erzählen. Kriege ich eine Sperre. Ich überlege gerade, wo ich zuerst hingehe. Ansichtssache, ob das jetzt wirklich versaut war. Warte mal, kriegt man hier nicht schon... Ich habe nicht gesagt, dass ich drauf stehe. Ich habe nur gesagt, dass ich einen Kumpel hatte damals, der solche Dinger... Videos verteilt hat. Und natürlich habe ich es mit... Da waren auch ganz andere Sachen drauf, die ich gar nicht wirklich erzählen will eigentlich. Also, da war nicht nur Hentai drauf, sondern der hat richtig komisches Zeug gehabt. Was jetzt, wo ich erwachsen bin, einiges an Fragen aufwirft. Nee, Sternschauer hebe ich mir noch auf. Du bist jetzt erst von der Arbeit heimgekommen. Was arbeitest du denn, dass du da noch unterwegs warst? Da war... Also soll ich's euch erzählen? Wollen wir es machen wie bei 9 Live?
Nee, nicht 9 Live. Wollen wir es machen, wie es bei TikTok üblich ist? Wer Geld spendet, erfährt die Info. Nein, ich habe bei sowas nie mitgespielt. Ich bin eigentlich voll der brave Typ. Bin auch schüchtern und so. Bis ich mal über eine Frau herfall, vergeht wirklich viel Zeit. Also, ach, das ist immer schwierig. Ich kann ja viel labern. Das ist mir klar, dass das die wenigsten glauben. Aber, also selbst wenn eine, und das ist auch schon mal passiert, wenn eine schon mal, die hat mich besucht. Ja, das ist ja das. Die Hunde bellen, weißt du, mehr nicht. Ah, meine Mama ist auch in der Altenpflege. Aber die muss nur sehr früh bis früh Nachmittag arbeiten. Die hat keine Schichten in dem Sinne. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, was da drauf war auf dieser Kassette. Nicht Kassette, sondern CD. Aber es ist tatsächlich so, mich hat mal eine Dame besucht und es war von vornherein klar, was der Grund des Besuchs war. Das wurde offen kommuniziert ihrerseits und meinerseits. Heißt aber nicht, dass es dann auch wirklich dazu kommt, weil ich kann es nicht, obwohl ich weiß, dass sie nur deswegen da ist, kann ich nicht einfach über die herfallen und da Dinge tun. Ich laber dann erst stundenlang und so Momente, wo es klappen könnte, die werden dann von mir gerne mal ins Tode gelabert und lauter so Zeug. Und tatsächlich war es am Ende so, dass sie dann die Initiative ergreifen musste, weil sonst, glaube ich, wäre da gar nichts passiert. Ja, ist schon ein bisschen... Du magst deinen Job. Es gibt wenig Leute, glaube ich, heutzutage. Kannst du nicht, glaub mir. Wer das nicht erlebt hat, kann sich es nicht vorstellen. Weil ich glaube, es gibt wenig Frauen, die wirklich die sich vorstellen können, dass es sowas noch gibt. Also, was heißt noch? Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt positiv, aber ich glaube, in der heutigen Gesellschaft ist es tatsächlich nicht mehr so normal, dass es noch Leute gibt, die sich zurückhalten. Aber ich habe ein großes Mundwerk, das stimmt schon. Aber das ist immer genau das, was halt labern kann man immer viel. Ich würde gar nicht so drüber labern, wenn es denn anders wäre. Einfach Brüste zeigen. Naja, meine Brüste ja. Das kann schon mal passieren, ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Darlene, genau. Es gibt wenige, denen der Beruf Spaß macht. Vor allem, weil die Bezahlung echt grottig ist für das, was ihr da durchmacht. Ich kenne es von meiner Mama. Ich bin damit groß geworden, dass die den ganzen halben Tag unterwegs war. Also die macht aber mobile Altenpflege, also die fährt mit dem Auto rum. Weiß nicht, bist du in einem Altenheim oder wie ist das bei dir? Georgie, du Nappel, sag mir mal, wann wir Borderlands weiterspielen. Ich befehle dir jetzt, mir Bescheid zu sagen, wann du mal Zeitfenster hast, weil ich denk da nicht dran. Damit ich nicht im Nachgang mir anhören darf, ich melde mich nicht. Was der Fall ist, ja, aber... Außerdem ist dein Abo abgelaufen. Es gibt keinen Schlitz ohne Abo. Immer die gratis Pornos haben wollen. Ach, die ist nicht mehr da, das ist ja traurig. TikTok ist so doof, die gehen immer einfach alle. Warte mal, ich muss hier kurz mal checken, ob ich was verpasst habe. Pokeflöte, okay. Erst nach Westen gehen. Sorry, der Ton ist jetzt weg, weil ich gucke. Taufsi, Taboga, Radfras, Rettern, Sandern. Vulpix. Also, Vulpix brauche ich. Muss ich fangen. Pummeluff, Mauzi, Menki, Fukano. Oh, ich habe Fukano so geliebt. Fukano und Vulpix finde ich super. Kadabra gibt es nur in Gelb, aber gibt es nur in Gelb. Aber was ist Route 7? Vulpix, Mirapla haben wir auch schon. Fukano und Vulpix brauchen wir. Versteckte Items gibt es hier anscheinend nicht. Die geht gar nicht schlafen. Die kann gar nicht... Ah, ich weiß so viel, aber ich kann es nicht erzählen. Wie die Hippies. Wie die Hippies. Wirklich, lieb ohne Ende und alles, aber wie die Hippies. Oh, ich sterbe jedes Mal aufs Neue.
Wann macht denn eigentlich Taboga keinen Schaden mehr? Der Neid? Nee. Ich bin jemand, ich brauche Platz beim Schlafen.